So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bound by Flame. Und zwar befinden wir uns in der Steppe von Karaltas, müsste es heißen. Wir sind immer noch gestraft mit diesem grenzdebilen Kollegen an unserer Seite, der es einfach nicht auf den Schirm kriegt, in Deckung zu gehen, beziehungsweise in Tarnung. Und ich werde den auch nicht los. Machen wir mal das Licht aus, bitte. Danke. So, uns wurde aufgetragen, diese Steppe zu reinigen von diesen elendlichen Skeletten. Was ja eigentlich nicht das Problem ist. Wenn da nicht immer so ein Elite-Krieger zwischen sein würde, der von hinten nicht attackiert werden kann. So, das war Nummer 1. Ich kümmere mich zuerst um die Herrschaften Fernkämpfer. So, haben wir das auch erledigt. Und jetzt kommen wir zu dir. Ach du Scheiße, ach du Kacke. Noch so einer. Mal bitte einen anvisieren, danke. Wow, Mist. Jetzt haben mich beide anvisiert. Aufgrund der Tatsache, dass der Prinz down ist. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, umfallen und tot sein ist bei diesem Spiel ganz normal. Also das gehört einfach dazu. Macht das Ganze aber auch ein bisschen spannender, muss ich sagen. Also ich finde es jetzt nicht überdramatisch gut. Beim letzten Bosskampf war es ein bisschen scheiße, muss ich ehrlich zugeben. Er war ein bisschen arg übertrieben. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass wir am Anfang ein bisschen... Also wir sind ja auf Weitläufer geskillt. Das Balancing ist ein bisschen scheiße. Das muss ich sagen. Es gibt viele, viele, viele schöne Aspekte an dem Game. Also die Story ist jetzt nicht so schlecht. Bis jetzt. Könnte ein bisschen tiefgreifender sein, aber die Gespräche an sich sind sehr amüsant. wir tragen die. Chance auf Anzünden. Physikalischer Schaden geht hoch, Crit geht hoch. Hier haben wir noch einmal Plus, also sind das auch 8er. Mhm. Hier könnten wir 10% auch reinpacken. Störfähigkeit geht runter. Was brauchen wir dafür? Noch ein bisschen Metall bräuchten wir dafür. 6-mal verstärktes Metall, das könnten wir, glaube ich, sogar herstellen. Und was brauchen wir für die Flamme? 1-mal verderbtes Juwel. Da gucken wir jetzt mal nach. Nein, da drauf bleiben, da drauf und jetzt auf den Rucksack. Das finde ich an sich auch geil, dass man unterwegs gewisse Dinge herstellen kann. Das Problem ist Tränke. Ich würde davon gerne einen herstellen. Dazu brauchen wir noch 3 Juwele. Uns fehlt also sowohl für alle anderen Sachen auch das Rohmetall. Ah, das ist bitter, das ist bitter. Das könnten wir uns natürlich rein theoretisch kaufen. Macht 4, es könnte ausreichen. Ah ne, wir brauchen 4 mal Rohmetall für 1. Ah, das ist ja elend. Also wir könnten rein der Theorie nach hier einen herstellen und dafür bräuchten wir, brauchen aber 3. Wir können also gar nichts herstellen. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir bleiben bei den anderen Waffen. Das ist natürlich echt ein bisschen ärgerlich jetzt gerade. Wir haben 8% mehr Crit. Ja doch, wir nehmen die, auch wenn wir jetzt nichts damit anfangen können, also nichts ausrüsten können, machen die, glaube ich, trotz dessen mehr Schaden als die anderen. Sowieso im Tarnmodus, der ja mit unser stärkster Angriff ist. So, wen haben wir denn da?
Also das Balancing ist ein bisschen schade, das muss ich ehrlich mal so gestehen. Da ist so ein Riese zwischen. Wir schleichen uns hier mal an. Wir haben ihn jetzt schon mal am Target. 1, 2, 3. Da ist auch noch einer. Nein. So, da ist der Große. Wo geht der denn hin? Der geht im Kreis. Ach du Scheiße. Hat der... Ich dachte nicht, dass der das überlebt. Ach du Scheiße, und wir sind überladen, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, was das für Auswirkungen auf uns hat. Macht uns das vielleicht schwächer, als wir sein dürften und so? Wir gehen hier nochmal hin und holen uns die Dolche. Ja, wie gesagt, alle für die, die gerade erst eingeschaltet haben, das ist ein sehr strategisches Spiel. Man muss viel überlegen, wie man was einsetzt. Jede Kampfhaltung hat natürlich ihre eigenen Vor- und Nachteile. Der ist gut. Den haben wir gar nicht aufgesetzt damals. Wir nehmen die mit. Lasst mich ganz kurz überlegen. Start. Zwischenspeichern, weil dann starten wir nämlich hier. Und nicht mehr an dem automatischen Speicherpunkt dort oben. So, Licht aus und los geht's. Wie gesagt, das Problem ist eigentlich mehr oder minder unser Kollege hinter uns. Warte, kommt. Der einfach nicht in Tarnung gehen will und drauf einprügelt. So, wir haben 0,13 zu viel. Aber wir könnten, glaube ich, noch eine Fähigkeit holen, die es uns erlaubt, 50 mehr zu tragen. Achso, nochmal speichern, damit wir auch hier anfangen. Wir können uns natürlich versuchen, mal den Türmen, aber ich möchte mich erstmal umgucken, ob wir vielleicht irgendwie anders an die Türme rankommen. Was es uns vielleicht erlaubt. Ja, wir gehen mal so den schurkigen Weg. Also angreifen und weglaufen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ob das wirklich daran lag, dass wir zu viel Klamotten dabei hatten. Dass wir so schwach waren. Nö, lag nicht daran. War halt einfach schwach. Switch. Ich glaube, unser Kollege ist schon wieder umgefallen. Was? Ach, Mist. Ja, ich habe links zu meinem Kollegen gerade geguckt, ob ich ihm irgendwie helfen kann, aber das geht so nicht. Das geht so nicht. Ey, wir sind so schwach im Vergleich zu diesen Monstern, die hier so durch die Gegend wandern. Ach so, bitter. Also für jeden, der sich für wirklich harte Games interessiert, wo das Balancing nicht unbedingt auf Newbie gestellt ist, hier habt ihr ein Spiel dazu. Hier habt ihr wirklich ein Spiel dazu.
das Ding ist, unser Kollege hier, unser Prinz, ist aber auch echt eigentlich eine ganz schöne Nulpe. Was sowohl das Tanken angeht, als auch die Tatsache, dass er nichts außer... Oh, das war schön. Das war ein bisschen doppelt gemoppelt gerade. Ist auch super in dieser Feldspalte. Also die, das Areal ist immer super zum Kämpfen. Keine Ahnung, was ich dafür einen Ratschlag geben soll. Ey, Leute, keine Ahnung. Am besten spielt Fernkämpfer. Komplett. Habe ich immer so das Gefühl, irgendwer, der tankt. Von wem? Also es besteht immer die Möglichkeit, dass man... Target, das auf ihn drauf ist, um von hinten anzugreifen, in der Hoffnung, dass das Target, was auf mir drauf ist, auf ihn switcht. Ich hänge an der Wand, ich hänge an der Wand. Ja, durch unsere Skillung, wir kriegen immer schon so einen kleinen Vorsprung, um besser ausweichen zu können. Dann wird die Zeit nämlich ganz kurz verlangsamt. Das sind keine Lags oder so. Bitte was? Wir haben irgendwas abgeschlossen. Müssen wir mal ganz kurz im Questlog gucken, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. War das eine Nebenquest? Besiegt die blockierende Patrouille, aha. Okay, Randalf, Randalf. Nehmen wir ihn einfach mal Randalf. Ist der Bruder von Gandalf. Ist der Krieger, den wir von letzte Folge losgeschickt haben. Ist der Tankkrieger, der sonst immer mit uns mitkommt. Ich bin gespannt, was, ob das eine gute Entscheidung war, den alleine losziehen zu lassen. Ist auch geil, dass wir, wenn wir im Stealth-Modus unterwegs sind, besser in der Nacht sehen können. Ich hoffe natürlich, ihr könnt auch gut sehen. Ach, da geht's runter. Ich weiß, wir könnten jetzt hier den Turm zum Turm gehen. Sprengfalle, Heiltränke. Seht ihr, wir können auch mal ein bisschen mit Sprengfallen arbeiten. Vielleicht wird das Ganze dadurch ein bisschen einfacher. Das Problem an Sprengfallen ist, dass man sie da reinlocken muss. Und da spielt ja leider der NPC nicht mit, der ja der Meinung ist, er spielt spielt Rambo im Großen und Ganzen. Denn so verhält er sich nämlich leider. Oh, schön. Hier ist der große Blaue. Mal gucken, bis wohin der läuft. In unserer Tarnfähigkeit sind wir ein bisschen begrenzt. Wenn wir im Sichtfeld sind, könnte es passieren, dass sie uns sehen. Ah, da hält er an. Okay. Dann dreht er gleich um und geht wieder zurück über die Brücke. Dann werden wir ihn direkt attackieren. Durch diese Attacke verliert er so viel Energie. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, aufgrund der Tatsache, dass wir vergiftet werden, wenn der so brüllt. Und das haut ganz schön rein, wie ihr seht. Bams. Erstmal schön drei Viertel der Energie weg. Ja, bei unserer jetzigen Skillung haben wir sehr wenig Widerstand auf Gift und auf Eis. Was bei Eisfürsten und giftigen Gegnern, die hier nahezu überall sind, total von Vorteil ist.
Kommt man da irgendwie runter? Oder muss man da runterspringen? Also ich sehe hier zwei. Einen, der wandert und einer, der steht. Der wandert, ist eigentlich immer egal. Sondern den, der steht, den müssen wir zuerst angreifen. Super ausgewichen, sehr schön. Wie ein Kuchen. Also ich muss natürlich auch mal ehrlich dazu sagen, ich habe den dahinter jetzt nicht gesehen. Ne? Nein, oh ey. Die Attackenreichweite sind natürlich auch enorm manchmal. So, ich würde nämlich gerne... Das ist der. Den da würde ich gerne angreifen. Ich versuche mal von hier oben, sobald der sich hier unten wieder umgedreht hat, dorthin zu agieren, ja, also quasi so hinzuspringen. Ja, naja. Nicht sehr schön, aber... so und so. Wie gesagt, wir agieren. Ich probiere jetzt mal ein bisschen mit Pfeilen zu arbeiten. Die sind aber nicht verloren für uns. Na komm. Ach, der Prinz lebt immer noch. Okay. Bisschen doof, dass er jetzt gerade direkt über beide Fallen gesprungen ist. Zack, Konterangriff. So. Wie ihr seht, das Anzünden hilft auch ein bisschen. Und Konter. So. Jetzt haben wir den ersten Turm befreit. Aber ich glaube nicht, dass er es noch schafft, uns... So. Turm Nummer 1. Vielen Dank für die Hilfe. Wir werden diesen Bereich überwachen. Na, das will ich aber mal hoffen. War auch schwer genug. Aber nur 6 Mal gebraucht. Aber wie ihr seht, so mit so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den Pfeilen oder so, wo man halt solch extrem starke Gegner zu Fall bringen kann, ist da schon ziemlich hilfreich, wenn man sie benutzt. Ist halt nur doof, wenn der andere gerade tankt. Der hier. Der Hannes. Und der ist wirklich komplett grenzdebil, den kann man keine Befehle geben. Gut, wir schauen mal, ob wir ein paar neue Pfeilen herstellen können. Die will ich jetzt mal ein bisschen öfters benutzen. Wahrscheinlich steht das schon überall mal in den Kommentaren. Für Leute, die das selber gespielt haben. Die werden es wissen. Alter, bist du doof. Nutz doch mal.
Was ich ein bisschen schade finde, dass wir haben noch keine andere Armos gefunden. Macht 25 Schaden. Das ist ganz schön happig. Für so einen ollen Bolzen. Aber wir machen 8 Schaden und haben eine derart hohe Angriffsgeschwindigkeit. Aha. Genau. Ich wollte Sprengfallen herstellen. Dafür brauchen wir Rohmetall. Rohmetall und zwar 10 Stück. Und Rohmetall müssen wir kaufen. Das ist doof. Gut. Wir begeben uns wieder in die Wildnis. Und zwar im Tarnmodus. Ich weiß nicht, im Tarnmodus sieht man viel besser als mit dieser Eulenflamme. So, ja, wir erkunden erstmal in Ruhe alles. Und hoffen, dass wir mysteriöse Kisten finden, wo besser Ausrüstung drin ist. Dass wir hier vielleicht mal irgendwann richtig gegenhalten. Ah, ich bin ja schon relativ stolz, weil ich habe... Natürlich gucke ich immer mal andere Let's Plays, weil ich denke manchmal echt, ich bin einfach nur dumm und check die Gegner nicht. Aber nein. Leute, die ein höheres Level haben und bessere Ausrüstung, wo auch immer sie her haben. Ja, ne? Wenn man quatscht, dann sieht man die natürlich nicht. Haben... weit mehr Probleme bei den Gegnern manchmal als ich. Boah, das ist so mies, ey. Egal wie man den Jungen angreift. Man wird immer vergiftet. Vorsprung ist ihre Überzahl bedeutungslos. Aber meine Schwäche. Ja, war doof. Voll reingerannt. Hätte man richtig ausdünnen können, die Herde. Hätte man das richtig angestellt und hätte ein bisschen aufgepasst. Aber auch hier wieder etwas anderes. Es wird nicht auf der Map angezeigt. Das ist doof. Nee, das geht nicht. Also der guckt genau zu uns, von daher können wir da jetzt nicht so interagieren. Obwohl, ich könnte ihn einfach abstechen und dann wegrennen. Und dann von der anderen Seite angreifen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Darf ich dich anvisieren? Wir probieren das jetzt einfach nochmal auf diese Art und Weise. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Wir nutzen einfach mal ganz kurz den Zauber. Und ich bin vergiftet. Interessanterweise habe ich gar keinen Lebensbalken mehr. Aber wie seid ihr denn? Mal richtig. Ja, gerade. Gut, das ist auch doof. Beim Zaubern, ups, ich habe gerade gegen das Mikrofon gehauen. Beim Zaubern kann man halt sehr leicht übermannt werden. Ja, wir suchen uns nochmal, wir gehen hier nochmal außen rum. Ist ja jetzt nicht, dass es hier nichts zu entdecken gäbe. So ist es nicht. Man muss echt manchmal schauen, ob es nicht von der anderen Seite einfacher ist. Ich wollte nämlich nachgucken, ob hier oben drauf jemand gelaufen ist. Das hörte sich nämlich so an. Aber nein, dem war nicht so. Dann war das nur der Blaue da ganz hinten. Der dicke Nachbar. Oder wie man ihn auch immer nennen möchte. Wir haben ein Problem. Es wäre ein schlimmer Fehler, wenn wir uns den Weg freikämpfen. Wir würden die ganze Stadt alarmieren. Wir müssen einen anderen Weg finden.
Achso, das ist das Haupttor, ja? Zieht's euch rein, meine Freunde. Das ist die Stadt aus dem Intro. Ziemlich geil. Und da hat der Eisfürst erstmal einfach einen riesigen Eiszauber drüber fliegen lassen. Und hat mit einem Schlag die ganze Stadt eingefroren. Und jeder, der auf dem Wall war, zack, eingefroren. Bitter, bitter. Die armen Schweine. So, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen umrundet. Gucken, was hier noch so ist. Da geht's noch rein. Und hier sind die Herrschaften. Das Problem ist, das ist so einer, den kann ich zwar angreifen, aber nicht töten. Die haben, also die mit der Machete, da kriege ich nur die Hälfte der Energie weg. Und das ist ungünstig. Also die Bogenschützen kann ich mit einem Schlag wegmachen. Wir können auch sprinten. Und in meinem Let's Play habe ich noch gar nicht gesehen. Ich die ganze Zeit so durch die Gegend schleichen. Schleich. Aber wie man gesehen hat, wir haben es auch von der anderen Seite probiert, diesen Turm einzunehmen. Hat von der anderen Seite durch Platz, aus Platzgründen viel besser geklappt. Also wie ist das denn eigentlich? Kann ich mit dir sprechen? Nein, ich will dich nicht abstechen, ich wollte mit dir sprechen. Wenn ich du wäre, würde ich nicht in die Nähe des Stadttors gehen. Dort laufen viele Leichen herum. Oh, was ein Tipp, Alter. Gut, aber wir müssen auf jeden Fall noch die andere Seite erkunden. Viel ruhiger werden, Kollegen. Wo denn? Ach da, das ist eine Leiche. Die können wir plündern. Gold, verderbte Juwelen, Knochen, Herzschlauch, verderbtes Blut und noch irgendwas. Was ich nicht gesehen habe, es könnte etwas zum Anziehen gewesen sein. Nee. Nein. Mist. Naja, ihr könnt einfach nachkicken. Kicken ist auch so ein stranges Wort. So. Also. Einmal kurz speichern. Ja, das ist hier, das ist wirklich so ein Game. Ey, an jeder, bevor du irgendeine Aktion durchführst, speichern. Also, meine Herren. Also, der vordere bewegt sich. Genau, der da. Wie sind das? Eins, zwei, drei, vier zähle ich. Und ich würde sagen, wir meucheln den hier. Wir meucheln überhaupt keinen, weil der andere uns gesehen hat. Schitte. Konter arbeiten. Darauf anzugeben. So wie es scheint, hat mein Kollege schon wieder verloren. Na, ganz toll.
sowas stehe ich ja, ey. Und jetzt kann ich zusehen, wie ich den Fernkämpfer einfach mal so ausschalte oder was. Das Problem ist, ich kann nicht sehen, was hinter mir los ist. Den Sachen könnte ich zwar auch ausweichen, nur wenn ich sie sehe. Oh, miese Scheiße, miese Scheiße. Oh, aber es macht trotzdem Spaß. Ich habe Spaß dran. Man könnte zwar auf Fernkampfsachen gehen, aber das ist noch schwierig. So, wir sind im Stealth-Mode. Vielleicht sollten wir doch erst den hier vorne direkt mit der dicken Keule angreifen und versuchen, ihn auszuschalten, bevor seine Kollegen da sind. Und dann schnappe ich mir die Herren... So, und zack. Nein, dann nimm doch den anderen. Alter, jetzt hat der Pfeiltypi rechts, der Bogenschütze, nehmen wir ihn Pfeiltypi, einfach zweimal gekrittet. Aber wie gesagt, nein, ich denke aber auch mal, das ganze Game ist auch ein bisschen glücksbasierend. Scheiße. Jetzt probiere ich mal den Pfeiltypen, nehmen wir ihn Pfeiltypi, als allererstes auszuschalten. Also ich schleiche mich jetzt hier rechts rum. Sobald er an uns vorbei ist hier. Ich hoffe mal, der sieht uns nicht. Super. Hat doch astrein funktioniert. Und ich komme nicht mal an ihn ran. So, Nummer 2 bitte. Anvisieren, anvisieren. So, jetzt müssen wir erstmal den. Ja, erst immer die Fernkämpfer ausschalten. Ihr wisst es doch. Alle WoW-Junkies unter euch. Alles, was auf Range ist, wird immer als erstes ausgeschaltet. Am liebsten die Heiler. Zack, zack, zack. Es sah jetzt nicht so aus, aber ich bin ausgewichen. Auch wenn er nur so einen halben Backstep macht. Das reicht immer schon. Also Hauptsache, ich drücke die Taste. Das ist wichtig für ihn. Wenn ich die Taste in diesem Slow-Mode drücke, dann kriegt er direkt eine Konterattacke. So, meine Lieben. Ich würde sagen... Hey, Sushi! Sushi! Zack, 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 zack. Ich weiß gar nicht, woher kommt das? Ich glaube, von den Pinguinen. Lächeln und winken. Lächeln und winken. Jede Menge Materialien. Müssten wir nicht eigentlich noch irgendwo... Ah ne, die haben ja alle hier getötet in der Ecke. Auch den Bogenschützen, da ist das vierte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und, ihr habt richtig erraten, speichern. Also ich bin wirklich ein bisschen überfragt, wie man am besten skillen soll. Also Weitläufer macht Spaß, ist eine Menge Schadenspotenzial. Leider gibt es nur sehr wenig Waffen. Das ist ein bisschen ärgerlich, also sowieso im Early Game. Es wird anscheinend darauf geachtet, dass der Kriegsbaum sehr gut ausgestattet ist. Also der Kriegerbaum, Kampfstil heißt es hier, glaube ich. Oh, schön, meine neue Armbrust. Wo ich gerade drüber gesprochen hatte. Der Glöckner. Ich finde es auch cool, dass sich quasi das Design überall ändert. Und beim Glöckner können wir sogar noch irgendwas einbauen. Bin mal gespannt. Plus Schaden. Störfähig brauchen wir nicht. Was ist das hier? Plus 10 Schaden. Bitter. Plus 10% kritischer Treffer.
Also ich würde einfach mal direkt mehr Schaden nehmen, weil ich brauche nicht den Crit, der dahinter steckt, sondern den Schaden an sich. Das gefällt mir sehr. Von 25 auf 40 ist schon ziemlich gut. So, wir haben hier einen Eingang. Aber wir müssen auch noch hier das Ding reinigen. Speichern. Also jetzt nur, damit ich nicht nochmal alles auswählen muss. Schauen wir mal. Wann hat der Bogenschütze? Bitte was? Bitte was? Ja. Scheiße. Das ist mir zu doof gewesen jetzt. Entschuldigt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich geladen habe in dem Game. Aber das war... 1, 2, 3. So, wir warten nochmal darauf, dass der Bogenschütze zurückkommt. Den linken kann man ganz easy erledigen. Der hat gar kein Schild. Das ist so ein einarmiger Bandit. Nennen wir ihn mal. Ist es dein beschissener Ernst, oder was? Jetzt? Ja, das lag jetzt gerade an meinem Game-Controller. Der muss ein bisschen mehr justiert werden. So. Erstmal die Lakaien ausschalten und dann kümmern wir uns um den Big Boss. Ganz genau. Interessanterweise haben wir zuerst den schweren Part erledigt. Nee. Alter, hat der mich gerade angehaucht oder was? Bleib mal ein bisschen von ihm weg, bis diese Gift, ja, das Giftsymbol, was jetzt gerade weg ist. Wir können eigentlich auch mal eine Runde zaubern. Aber dazu muss ich von ihm weg. Was manchmal gar nicht so. Was? Wieso ist denn der nicht im Slow-Mode gewesen? Diese Attacke, ich habe gerade dämonische Geschwindigkeit aktiviert. Dieses gute Stück sorgt dafür, dass meine ganze Umgebung im Slow-Mode ist. Was normalerweise auch sehr gut funktioniert. Aber der hat sich gerade komplett normal bewegt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil im Slow-Mode kann man super ausweichen. Sehr geil, sehr geil. Das hat keiner bemerkt. Deswegen bin ich auch hier hinten rumgegangen und nicht von vorne. So, wir warten mal darauf, dass der Kollege hier... Upa, weich doch aus. Ja, das ist halt recht hilfreich. Das habe ich aber jetzt auch erst gemerkt beim letzten Mal. Dass dieses Anzünden halt auch nicht geblockt werden kann. Scheiße. In so einer, wenn man ihn so von der Seite erwischt, wenn er gerade am Taumeln ist, kann er echt nichts blocken. Ich hab
die ganze Zeit so ein bisschen Bammel, dass er versucht, mich zu vergiften. Weil er immer so diese Giftwolken um sich herum hat. Und ich dachte, ich bin draufgegangen. Wir werden diesen Bereich überwachen. Danke für deine Hilfe. Ja, und diesmal haltet er ihn auch bitte, ne? Nicht, dass ich mich hier wieder durchschnitzeln muss. Kindchen. So, hier haben wir Metall, Blut. Was hat denn der Bogenschütze liegen lassen? Rohmetall, Knochenleder, Herzstaub und ein bisschen Blut. Rohmetall, sehr schön. So will ich das haben. Voll bepackt mit allen Sachen. Es ist etwas, die das Leben einfacher also machen. Pass auf, wo du hintrittst. Saukluge Kommentare. So. Wir begeben uns mal ganz kurz zurück zu unseren Auftraggebern. Und geben mal hier rechts. Ach da. Ein Stein. Oh, 24 Gold und 4-mal Leder. Sehr schön. So, wir kraxeln hier mal dran hoch. Hoffen wir mal, dass auch, vielleicht ist ja unser Krieger auch wieder da. Von seiner Erkundung. Im nächsten Bereich müssen wir die Quest abgeben. Mal ganz kurz gucken. Bei wem? Beim Hauptmann? Die Wächter der Todwandler sollten kein Problem mehr darstellen. Vorerst. Das ist ein Anfang. Die Haupttür ist noch außer Reichweite, aber jetzt können wir uns frei in der Stadt bewegen und einen anderen Weg suchen. Bis zur Wachablösung. Oder bis sie merken, dass die Wachen nicht mehr Bericht erstatten und wir mit stärkeren Patrouillen konfrontiert werden. Die Würfel sind gefallen. Wir müssen schnell handeln und auf den Kampf vorbereitet sein, unsere Stadt zurückzuerobern. Wenn es einen Weg hinein gibt, wird er mit Sicherheit bewacht. Dieser Abscheu ist überall. Nicht unbedingt. Sie sind ziemlich unorganisiert, wenn es keinen General gibt, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Dann der sind Sieg sie noch wiegt sie in Leichen. Sicherheit. Solange niemand den Alarm auslöst, können wir das als Vorteil nutzen. Hoffen wir es. Und wo wir schon dabei sind, kannst du auch etwas anderes für uns tun. Das wäre? Die Todwandler kontrollieren noch immer die Hauptstraße. Einer der Türme, die du eingenommen hast, ist nahe einer ihrer Barrikaden. Wenn sie bemerken, dass sie keinen Kontakt zu ihren Wächtern haben, wird dieser Turm als erstes untersucht und würde nicht lange durchhalten. Die Soldaten, die ich dort abgestellt habe, werden ihre Pflicht bis zum Ende erfüllen. Aber wenn wir die Barrikade zerstören, erhalten wir mehr Zeit zu unserem Vorteil. Das habe ich doch, glaube ich, gerade getan. Die Barrikade stellt kein Problem mehr dar. Sie war mir auch im Weg. Wirklich? Hervorragend. Jetzt können wir das gesamte Gebiet überwachen. Ich gehe jetzt. Das nehme ich doch direkt mal als Vorwand für... Ganz genau, meine lieben Freunde. Für die Schlusssequenz, für das Outro, für den Abspann. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben mehrere Quests direkt erledigt heute. Es läuft erschreckend flüssig, hätte ich mal fast gesagt. Wir gingen gar nicht so oft drauf. Aber für alle, die neu dabei sind, das ist ganz normal. Man muss sich halt immer erst eine Strategie überlegen, wie man wen tötet, wie man sich reinschleicht. Ist nicht einfach nur draufschlagen und metzeln, das funktioniert hier leider nicht. Ja, nächste Runde, wir gucken, ob unser Krieger wieder da ist und geben noch die andere Quest ab. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.